Willkommen zum dritten Best-of. Macht euch wie immer aufs Schlimmste gefasst. So, wer will anfangen? Wir suchen immer noch Freiwillige. Oh, fuck it. Davide. Der Platzhirsch steigt in den Ring. Die folgenden Gesangsgeräusche können Ihr Gehör nachhaltig schädigen. Hinhören auf eigene Gefahr. Fammi abbracciare una donna che stira cantando e poi sì. I guess you say and I swear. Let's Vollgas! Yeah! Hey, machen wir ein bisschen mit! Ja, ich habe jetzt alles gegeben, oder? Jetzt bin ich auf ein seriöses Feedback. Sehr gespannt. Du, wenn ich meinem Hund irgendeinen Currywurst in den Arsch schiebe, dann macht er solche Geräusche. Ich glaube, wir waren alle sehr schlecht. Ja, das glaube ich auch. Und wer war der Schlechteste? Ich denke, bei mir. Richtig. Aber du weißt, Anthony, neuer Tag, neue Chance. Heute bin ich draußen, die Sonne scheint, meine Augen leuchten, ich bin voll dabei und ich hole sie mir. Ja, und wo will er sie erobern? Auf dem Boot. Weil zum gefühlt 5000. Mal hat es jetzt eine Party auf dem Boot gegeben. Und damit es uns jetzt nicht allen langweilig wird, habe ich eine kleine Challenge eingebaut. Versucht mal, unter all diesen tanzenden Kandidaten den Schweizer zu finden. Damit es nicht so schwer ist, habe ich euch noch eine kleine musikalische Hilfe eingebaut. Wer es nicht herausgefunden hat, leider keine Zeit für die Lösung. Wir lernen jetzt den Babak kennen. Was ist eigentlich für Hobbys? Hobbys? Ich drehe in meiner Freizeit gerne Videos. Ja, so alles. Geil. Oh. Zeig mal eure Popos. Ja, und Frau, das ist richtig geil. Hier. Staatsanwaltschaft, leckt mich am Arsch! Leckt mich am Arsch! Wo wir gerade bei nackten Tatsachen sind, die Bachelorette, Ellie, hat aus Versehen noch ihr wahres Geschlecht verraten. Einfach der Hammer. Also ich bin nicht immer nur die geschminkte Ellie, die irgendwie auf der Showbühne steht. Ja, manchmal ist sie auch der ungeschminkte Ellie. Und der sieht ungefähr so aus. So, jetzt zwischendurch mal wieder ein lustiger Spruch. Hey, Tobi, willst du ein paar Eier? Hast du wenigstens mal welche? Was? Ach komm, lass doch jetzt den Tobi mal in Ruhe. Ich meine, Tobi, wie ist das für dich mit all diesen Kandidaten? Die Begegnung mit den Affen hier sehe ich als Neuanfang, als Möglichkeit, Vertrauen zu Affen aufzubauen. Und umso besser ist Ellie bei mir. Und als hätte sie in dieser Sendung nicht schon genug, was sich zum Affen macht, ist seit dieser Folge jetzt nochmal ein neues Mitglied in die Familie gekommen. Wow. This is the how we do the adoption. If you can write your name. Okay. Yeah. Of course. Ich bin Vater geworden von einem Aff zwar, aber who cares? Es war ein sehr schöner Moment, sehr emotional. Ja, jetzt mal Affeltern. So Für alle die sich jetzt fragen, wie geht es echt dem herzigen Aff, ich kann euch sagen, er kommt zurecht. Ja. Ja, es geht ihm gut. Also, so gut, wie es einem halt geht, wenn die anderen zwei deine Eltern sind. Hättest du gedacht, dass noch Papi wirst heute? Niemals. Nein, für das hätte man ja irgendwann im Leben mal Sex haben. Apropos. Wir sind einfach kein Match. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Alles gut. Geht Schlimmes. SRF 3. SRF 3.